So, und jetzt kommen wir zu einem Herrn, der eigentlich, wir haben das ja bei der Monumenta in Salzburg ja mal besprochen in einem Interview, im Prinzip mit einem Baubiologe handelt, der Bauforscher, Diplom-Ingenieur Markus Zechner. Er ist seines Zeichens ja jemand, der mit den alten Baustoffen bestens vertraut ist. Er hat zum Beispiel die alte Universität in Graz begleitet in der Sanierung, in der Revitalisierung, wunderbare technische Leistungen eingebaut auch und hat aber die alten Sachen wieder in Ordnung gebracht. Er arbeitet für die Diözese Eisenstadt, für die Atmung der Stiftsherren, die Chorherren und so gern will es gar nicht hören, aber jetzt bei der Renovierung vom Parlament. Und als Bauforscher hat er natürlich sehr viel Wissen aus alten Zeiten in der Gegenwart, in der Anwendung. Und ich möchte mal ein paar Worte von dir hören, wie das zusammenhängt mit den neuen Bauweisen, was das Alte zeigt, was das Neue können könnte. Ja, auch von meiner Seite einen wundervollen schönen Abend in dieser fortgeschrittenen Stunde. Ich werde mich bemühen, meine Einführung in die Expertenrunde sehr kurz zu machen, aber ich konnte ja nicht widerstehen, ein paar Abbildungen, ein paar Fotos aus unserem täglichen Wirkungskreis mitzubringen, um sozusagen für die Einleitung ein paar Gedankenansätze zu transportieren. Das sind ein paar Projekte, die wir in den letzten Jahren bearbeiten durften, immer mit einem Vorher-Nachher-Bild gesetzt, Kunsthaus Graz, Eisernes Haus, war sozusagen einer dieser Untersuchungsprojekte, wo wir als Konsulenten für den Denkmalschutz, für die Denkmalpflege tätig sein durften. Und aus diesem Objekt haben wir viel gelernt. Was alles, werde ich vielleicht später noch zusammenfassen. Aber auch ein ganz anderes Objekt, die Heiligengeistkapelle in Bruck an der Mur, ein Bauwerk, das über viele Jahrzehnte, fast Jahrhunderte sozusagen verhindert war und durch eine Privatinitiative und einen Verein sozusagen wieder rückgeführt worden ist. Und das ist relativ gut gegangen und hat auch wieder dieselben Gründe. Wie auch ein Bauernhaus, und da kann ich den Kollegen toppen, das ist von 1420 mit einer sehr kuriosen Geschichte, das ist nämlich zum Abtrag vorgesehen gewesen und ist unter Denkmalschutz gestanden, weil es eben so bedeutend und so alt war und dann wurde entschieden, dieses Objekt sozusagen zu transferieren und wir haben dann sozusagen diesen Prozess begleitet, Stein für Stein, Holz für Holz dieses alten Bauernhauses in ein Dorfmuseum zu transferieren. Und das war auch aus ganz bestimmten Gründen nur in dieser Form möglich. Sie sehen hier, so ist es, so sieht man es, das ist eine ist im Original, das andere sozusagen dann in der Wiedererrichtung. Das letzte Beispiel ist eine sanierte Fassade in der Schönbrunngasse, im Kindergarten, wo wir auch also mit der GPG gemeinsam arbeiten durften. Und alle diese vier Projekte haben sozusagen einen gemeinsamen Nenner, der mit ganz wenigen Schlagworten und Stichworten zusammenzufassen ist. Die Bausubstanz ist langlebig, ja, weil sie aus ganz, ganz einfachen Materialien und Zusammenfügungen konstruiert ist. Sie ist reparaturfähig. Und das ist auch im Sinne der gesamten Nachhaltigkeitsdiskussion ein ganz wesentlicher Faktor und sie ist ökonomisch adaptierbar. Ich erinnere nur an die vielen Gründerzeitbauten, die noch mit einem überschaubaren Maß an Baumaterialien sozusagen konstruiert worden sind, die heute unglaubliche sozusagen Beständigkeit haben, auch einen Mehrwert haben, eine Anpassungsfähigkeit haben. Wenn wir uns die Hauptbaustoffe bis 1870 anschauen, dann waren das diese sechs Materialien, sieben Materialien. Mit dem ist sozusagen seit 2000 Jahren die größten Denkmäler, die größten Besonderheiten unserer Baugeschichte sind damit kreiert worden. Im Gegensatz dazu sind wir heute bei mehreren tausend Baumaterialien, die in der Zulassung sind. Und die daraus generierten Probleme treffen wir auch in unserer bauhistorischen Untersuchung, in unserem
unterstützen und analysieren für Auftraggeber, für Konsulenten im Zusammenhang mit Sanierungen, mit dem Denkmalschutz. Ein kleines Beispiel, wir sind geholt worden nach Wien, da gab es große Probleme bei der Hermes-Villa, eines der sozusagen Jagdschloss im Lenzer Tierpark, das vom Kaiser Franz Josef für seine Sissi errichtet worden ist, und dort gab es große Themen mit der Balkonkonstruktion und große Korrosionsthemen. Damals ein Kommunikationswerkstoff, der sozusagen frisch erfunden worden ist, aus Brandschutzthemen heraus, wie in der Zeit überhaupt eine unglaubliche Fülle an neuen Konstruktionen auf den Markt gekommen ist und nur ein ganz kleiner Teil dieser Konstruktionen ist sozusagen heute noch beständig im Vergleich zu den ganz einfachen, simplen Holzbalkendecken, Stuckdecken, Gewölbedecken und sozusagen simplen Konstruktionen, die sich über Jahrhunderte erhalten haben. Das war sozusagen das Schadensbild, das dort zu beklagen war, aufgrund verschiedenster bauphysikalischer, aber auch ganz pragmatischer Beanspruchungen, Überbeanspruchungen, die über die Zeit entstanden sind, war dort ein Austausch notwendig. Und wir kommen immer wieder dazu, dass wir beobachten, wenn der Pfad sozusagen der Einfachheit und der Pfad der Geradlinigkeit, wenn ein Materialmix beginnt, dann beginnen auch im historischen Bauwesen die Probleme. Und das ist das, wo ich mir immer wieder überlege, was können wir daraus lernen. Ein kleines Beispiel haben wir euch in der berühmtesten Wallfahrtskirche der Steiermark erfahren dürfen. Dort gab es massive Fassadenprobleme. Und man ist dann bei näherer Betrachtung drauf gekommen, warum das so ist, weil man in den 60er Jahren sich entschlossen hat, dieses arme Objekt vollflächig mit einem Rabitzgitter zu überziehen, darauf eine 5 cm Betonputzauflage gebracht hat. Im Laufe der Zeit ist diese Konstruktion natürlich brüchig und rissig geworden. Wasser ist hinter die sogenannte Vorsatzschale gekommen. Im Prinzip ein Totalschaden. Eine umfassende Sanierung war notwendig, man musste den kompletten Putz abnehmen. Das hat den Vorteil gehabt, dass man unter dieser Betonschicht wieder den historischen Naturstein freigelegt hat. Der war zum Teil konserviert, das kann man so sagen, aber jedenfalls ist es gelungen, sozusagen hier alles wieder rückzuführen und wieder sozusagen Oberflächenqualitäten zu generieren, die man über viele Jahrhunderte hatte. Ganz kurz hier die Überleitung, ich habe ein Bauprojekt immer wieder als Wunderübung vor mir. Warum als Wunderübung? Weil es einen unglaublichen sozusagen Wirkungs- und Erfüllungskreis gibt, der uns als Fachleute, aber auch als Beteiligte in verschiedenen Positionen betrifft. Ich habe hier nur ein paar Begriffe zusammengefasst, die hier alle zu erfüllen sind. Ob das die Ökonomie ist, die Wirtschaftlichkeit, die Konsensfähigkeit, gewinnbringend soll es meistens auch noch sein, normgerecht sowieso, davon haben wir heute einiges gehört, baubiologisch in diesem Zusammenhang ist auch nicht zu vergessen, schadensfrei wäre auch nicht schlecht, nutzerfreundlich, förderwürdig ist immer wieder ein Thema und kostengünstig, authentisch, was man hier alles noch anführen könnte. Und jetzt kommen die vier Hauptbeteiligten, nämlich die Auftraggeber, die Planer, die Ausführenden und die Behörden. Und all die haben unterschiedliche Interessen und sozusagen Anforderungen. Ich sehe hier einen ganz wesentlichen Abstimmungsprozess heute notwendig, wie wir das, was wir auch in den Vorträgen vorher gehört haben, auf eine ganz einfache, für mich fast provokante Formel runterbrechen, und da sage ich, keep it simple. Nur wenn wir all diese Dinge jetzt zusammenzählen, die wir in den unterschiedlichen Interessensfeldern zu erfüllen haben oder erfüllen wollen, dann denke ich, gibt es hier einiges an Diskussionsbedarf, weil ich glaube, dass die Kurve auch der Normenflut, der gesetzlichen Vorgaben und auch wie wir unser Sicherheitsdenken, unsere sozusagen gesellschaftlichen Normen ansetzen, dass das sehr stark auch in unser Bauwesen, in unser Verhalten, in unsere sozusagen täglichen Aufgaben im Bauwesen hineinspielt. Und das ist für mich jetzt sozusagen der Anlass, die Kollegen auf die Bühne zu bitten. Und da gibt es, denke ich, einiges an
interessanten Themen, die wir hier beleuchten können. Ja, danke.